Was wäre da zum Beispiel noch zu erwähnen oder was würdest du denn? Generell zu erwähnen wäre, ist der sogenannte Venus-Code. Das ist eine Darstellung vom persönlichen Zeitkleid. Das heißt, das ist das, was die Astrologie versucht oder noch immer macht. Also das, was also die Astrologie macht, kann man auch über einen ganz anderen Weg machen. Das nenne ich den Venus-Code. Auch da könnt ihr auf meine Homepage schauen bei werner-neuner.net, wie das genau ausschaut, damit man ein bisschen eine Vorstellung davon hat. Das ist also ein nach dem persönlichen Geburtsdatum berechnetes Werk, in dem persönliche Stärken und so weiter beschrieben sind, aber auch Übungen beschrieben sind. Was ist der persönliche Venusschlüssel zum Beispiel? Was ist der persönliche Zeitengel? Das ist etwas, was sehr viel Hilfe schon gebracht hat und wo ich sehr viel positive Feedbacks erfahren habe. Darum empfehle ich das auch. Und dazu gibt es auch, wer das genauer wissen möchte, wer so da tiefer das machen möchte, gibt es auch die Ausbildung zum Venus-Code-Berater. Also wer das erlernen möchte, das beginnt heuer im Herbst in Freising bei München. Das ist eine Ausbildung, die tief in diese Materie hineinführt und die also zum Ziel hat, dass derjenige, der ausgebildet wird, selber diese Venus-Codes dann erstellen kann. Diese Ausbildung, die leitest du dann an oder? Die leite ich, genau. Ja, okay. Für alle, die sich dafür interessieren, rechtzeitig auch Bescheid sagen beim lieben Werner, denn wie gesagt, Werner ist sehr beschäftigt und seine Kapazitäten sind also auch oft schnell ausgeschöpft, da er ja eine Kapazität in seinem Wissensbereich ist. Ja, lieber Werner, du hast zwei Bücher noch geschrieben, noch kurz bis zum Ende, bevor wir die Sendung beenden. Möchtest du darüber den Hörern und Hörer vielleicht etwas erzählen? Ja, gerne. Also Bücher habe ich schon mehrere geschrieben. Die jetzt aktuellen Bücher, das ist vor allem das Buch Venus, die Heilung der Liebe. Da geht es konkret um das Thema Venus. Wie wirkt die Venus auf uns, wie wirkt sie auf die Erde, aber auch was kann man damit machen. Also das ist ein Buch, in dem ganz konkrete Übungen, aber ganz einfache Übungen beschrieben sind, wie man energetisch arbeiten kann, wie man die Venuskräfte, das heißt Liebeskraft, heißt Heilkraft, heißt Transformationskraft, anwenden kann für sich selbst oder für jemand anderen. Das ist ein Buch zum energetischen Arbeiten. Dann habe ich geschrieben einen Roman, der ist jetzt herausgekommen, der heißt Blasphemie, Erde in Aufruhr. Naja. Bei diesem Roman, das war ja auch eine interessante Sache, während ich den Roman geschrieben habe, sind ja tatsächlich viele Sachen passiert. Das war in der Zeit, wo tatsächlich so etliche Erdbeben waren, die wir jetzt alle Anfang des Jahres erlebt haben und vieles mehr. Es geht da definitiv um einen Paradigmenwechsel. Es geht da um die Loslösung von der Vorstellung eines bestrafenden Gottes, nennen wir es so. Ja. Also Lösung der Dualitäten und Lösung der inneren und äußeren Wahrnehmung aus der Angst. Genau. So, wenn man es jetzt mal so auf den Punkt bringen mag. Diese Bücher sind erhältlich, also wahrscheinlich über dich auf deiner Homepage. Genau. Also entweder auf meiner Homepage bei werner-neuner.net oder über den Verlag menthema.com. Da gibt es dann auch Leseproben dazu und dort kann man die Bücher auch bestellen. Wenn ihr natürlich wollt, über das Licht der Stille Radio auch für alle, die ja
das Buch bestellen wollen, wir halten natürlich Kontakt zum lieben Werner. Und es wird ja auch nicht die letzte Sendung sein, soweit wir uns verständigt haben, lieber Werner. Denke ich mal, da werden wir dann noch schöne, interessante und informative Eindrücke bekommen für die Können wir kommende etwa, Zeit, ja. Entschuldigung, ich bin ins Wort gefallen. können wir gerne machen, Sven, gell? Aha. Ich meine, für die kommende Zeit ist uns schon so viel vorhergesagt. Und ich denke mal, wir sollten informiert bleiben, informiert. Information kommt von Formation. Und wir Ja. sollten Informationen gehen. Das heißt, unsere Festplatte mal wieder ja, schauen, wo sind denn alte Glaubens- oder Denkmuster drin und dass wir die wieder Informationen bringen und daraus neue praktisch produzieren. Durch natürlich mit Hilfe von lieben Werner Neuner, der uns da sehr zur Seite steht. Und Werner, ich muss sagen, du machst also der Menschheit einen Dienst, den du als deine Berufung ansiehst. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich danken, dass du uns dieses so zur Verfügung stellst, dein Wissen auch. Ja, danke, Semke. Vielleicht noch kurz, ich beobachte so die Bewegungen jetzt, also auf der Sonne oder diese Ergebnisse von den Kornkreisen, die ja heuer sicher noch kommen werden. Und was sich so im Kosmos und auf der Mutter Erde tut. Und wenn auffallende Dinge sind, schreibe ich im Newsletter, so wie wir uns Sam kennengelernt haben. Ja. Und wer einen Newsletter bekommen möchte, der ist natürlich kostenlos. Wer das bekommen möchte, der möge mir bitte ein E-Mail schreiben auf werner.neuner@meinthema.at. Einfach mit Newsletter. Ja? Dann nehme ich dich in die Newsletterliste auf und dann bekommst du die News, die aktuellen News, automatisch zugesendet.